Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich zuallererst die Ankündigung, oder ihr wisst ja schon Bescheid, wenn ihr das Video seht, dann bin ich gerade schon im Urlaub. Also Videos kommen, keine Livestreams, das habe ich ja schon mal so angesprochen, angeteasert, wie auch immer. Für mich geht es ja, oder ich bin auch gerade, man kommt drauf an, wenn ihr das Video seht, in Griechenland und habe da ein bisschen Urlaub am Start, ist eine ganz geile Sache. Und ich würde auch mal so sagen, an der Stelle auch, wenn ich heute mal ein bisschen was verdrehe, was auch immer, nicht so ganz schlüssig irgendwas erkläre, es tut mir leid, ich bin seit, ich glaube, 27 Stunden oder so bin ich wach, liegt ganz einfach daran, dass ich Abi-Feier hatte, und ja, jetzt danach geht's in Urlaub und so, und da wäre ich, dachte ich mir einfach mal, dass ich jetzt erstmal packen muss und nicht schlafen, und deswegen, mal sehen. Wir werden einfach mal gucken, wie das jetzt so läuft, aber es ist ja eigentlich ziemlich selbsterklärend, was rausgekommen ist. Wir haben das Turnier, wir haben Trainingstransfer, also wir fangen mal ganz einfach an mit dem Euro 2024, Turnier. Wir können durchspielen, wir kennen das Ganze ja schon vom UCL-Turnier, das gab es ja schon mal. Wir haben hier von Neuling bis Legendär alles möglich. Wir können dann zum Beispiel reinstarten, wir gehen einfach mal rein, kommen zu Legendär. Kann man damit anfangen? Ja, kann man anfangen. Also es ist eigentlich sehr schwer. Man sucht sich dann eben seine Nation aus. Ich würde natürlich Deutschland nehmen, ist ja klar. Und dann kann man damit hier das Ganze simulieren von Gruppenphase bis Finale. Also alles durchballern, alles probieren, alles starten. Wir können ja mal versuchen, hier reinzukommen. Cooles Intro auf jeden Fall, jawohl. Okay, man kann das gar nicht skippen. Man kann das gar nicht skippen, aber sieht sehr stark aus, muss man sagen. Haben sie sich auf jeden Fall mal was einfallen lassen hier. Und dann kann man natürlich hier spielen. Wir können uns die Boni kurz anschauen. Also wenn man gewinnt, bekommt man 600 von diesen Wegpunkten. Und die kann man dann im UEFA Euro 2024 Event erhalten. Und es dient dem Erhalt von Boni im Boni-Kapitel. Boni-Kapitel wird dann wahrscheinlich freigeschaltet im großen neuen Event, was dann rauskommen wird am Donnerstag. Da haben wir ja schon die Spieler gesehen, oder halt ein paar kleine Spieler, Icon Leaks, gab es ja, glaube ich, gestern im Video, wenn mich nicht alles täuscht, also da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Und hier halt muss man alles durchspielen, alles mal geschafft haben, und dann sind wir da eigentlich ganz gut dabei. Ich weiß gar nicht, wann das zurückgesetzt wird, gibt es da irgendwie eine Rücksetzung, kann man das immer spielen, mehrmals täglich, mehrmals wöchentlich. Bei dem Turnier ist tatsächlich wirklich alles wie auch in der normalen EM. Auch hier die Gruppen sind schon so, wie sie dann auch normalerweise sind. Und Aufstellung wird auch so sein, wie wir sie jetzt häufig gesehen haben. Finde ich ein sehr, sehr cooles Card-Design. Das wird ja nicht das sein, was wir jetzt auch dann haben werden bei dem anderen Event, was noch so rauskommt. Trotzdem, denke ich mal, sieht das sehr, sehr cool aus. Also auch eine sehr coole Formation hier auch von Deutschland, würde ich behaupten. Und natürlich auch coole Einwechsler. Thomas Müller zum Beispiel, Führich, Füllkrug. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also ich denke mal, da haben wir hier einiges zu bieten, einiges am Start. Vor allem dieser 94er Wirtz, der sieht sehr, sehr cool aus. Also, 91 passen, 93 Dribbling. Ja, wenn es den wirklich frei zu holen gäbe, würde den bestimmt der ein oder andere spielen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum Mittelstädt nur 88 hat. Aber gut, warum der nur 88 hat, weiß keiner. Aber ja, ich würde sagen, eine sehr schöne Sache ist das auf jeden Fall hier. Und genau, hätten wir auch nochmal Zeitplan, zeigt genau an, wer wann, wie, wo spielt, was auch immer. Und dann kann man das Ganze wirklich durchballern bis zum Schluss. Und ja, ich denke mal, das ist ja eigentlich an sich dann klar, wie es weitergeht. Also, auf jeden Fall dauert das jetzt ein bisschen, das Event. Das geht, ich glaube, wenn wir mal sehen, wie lange geht das Event? Ich glaube, das ist eine ganz schön lange Sache. Okay, es wird hier gar nicht mehr angezeigt. Es wird hier 44 Tage. 44 Tage ist natürlich, das ist eine ganze Menge. Das ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Ich denke, in der Zeit kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Und wir bekommen ja eben auch ein neues Event noch mit dazu. Also, das ist nicht nur das Turnier, sondern es kommt noch ein Event an sich dazu. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Gab ja schon geile Leaks. Und das sieht ja eigentlich voll in Ordnung aus. Ich würde sagen, komm, schnell nochmal ein Touch Standard Pack zwischendurch.
auf entspannt, damit wir hier nicht nur die Infos haben, sondern auch zwischendurch was öffnen, was Kleines zumindest. Hier ein 84er Barrero Martin nehmen wir mit. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen auch jetzt nochmal rein zum Rangtransfer. Es ist Trainingstransfer. Es ist Trainingstransfer tatsächlich. Und das ist eigentlich an sich eine ganz interessante Sache. Wir haben ja alle schon dieses Gratis-Pack bekommen, die Gratis-Icon natürlich auch, den 92er Torres. Und jetzt, um grob zu sagen, wie das Ganze funktioniert, können wir zum Beispiel jetzt einfach mal hier auf Milito nicht den Rangaufstieg machen, sondern den Trainingsaufstieg, um das mal hier vielleicht so am besten zu zeigen. Wir nehmen mal Milito, genau, machen dem mal hier einen Level als Training drauf, zack, zack, so sieht das Ganze aus, hier, zack, schnell ein Level hochgepusht das Ganze und jetzt können wir nämlich auch nochmal gucken zum Milito an sich, gehen wir drauf, Trainingsübertragung und somit können wir nämlich jetzt dieses eine Level, was wir auf den Milito raufgehauen haben, können wir jetzt auf einen anderen Spieler transferieren. Komm, machen wir einfach mal Hernandez und ja gut, hier reicht es zum Beispiel nicht, weil er hat nämlich schon ein Level. Machen wir mal Savio hier. Machen wir einfach mal Savio. Kostet 50 von Trainingsübertragungspunkten. Die kann man im Shop bekommen. Diese Punkte finde ich an sich ganz cool, weil hier bekommt man ziemlich viele für Münzen vor allem. Und Münzen ist eine ziemlich coole Sache. Davon habe ich einige. Und es ist auch sogar unlimited. Also an sich wirklich eine ziemlich coole Sache. Man bekommt nämlich hier für 1,5 Millionen bekommt man 500 Trainingsübertragungspunkte. Und für 20 Level, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig gesehen habe, braucht man auch 500 Punkte. Da habe ich mir hier schon ein bisschen mich eingedeckt, habe jetzt 2000 Punkte und da ist ja sehr, sehr schön auch für das große Team-Upgrade, was irgendwann nochmal ansteht. Ja, das wird eine ordentliche, krasse, heftige Eskalation, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Aber um das jetzt vielleicht nochmal zu zeigen, wollen wir ja auch hier die Trainingsübertragung bei Milito auch mal hier wirklich machen. Wir machen mal auf Donnarumma, komm, machen wir mal Donnarumma 50 von diesen tollen Punkten. Hauen wir jetzt raus dafür für ein Level und dann sind wir hier. Zack, schöne Animation kann man sagen, weiter. Und wir haben Donnarumma auf einen Level. Genau, wir können das Ganze nochmal anschauen hier, Donnarumma ein Level, 50 von den Punkten, ja, so einfach geht's und somit haben diese Spieler eben auch bessere Stats, bessere Eigenschaften im Spiel und ja, also finde ich an sich ganz cool, man braucht natürlich ein paar Coins oder FC-Points, auch wenn ich keinem hier raten würde, irgendwie FC-Points dafür auszugeben, das ist eigentlich schon ziemlich bodenlos, wenn man hier wirklich ein paar FC-Points dafür ausgibt, sonst, ja, eigentlich an sich übelst gut. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.